In the mountains of Bavaria, roughly 100 kilometers south of Munich, is a place that everyone knows. The village of Oberammergau, famed throughout the world for its passion play. For most of the time, Oberammergau is a village just like others in the region, calm, picturesque and peaceful. But every 10 years, that changes, because that is when the most famous passion play in the world is performed here, and the world comes to visit. For the 2010 play, over 500,000 visitors came to the village. Traditionally, many of them come from the USA, Britain and Scandinavia, but 2010 also saw more young people and more visitors from Germany too. The 109 performances of the 2010 Passion Play were sold out. Getting any of the few tickets that were returned on the day required a great deal of patience. While the people gather outside, the final preparations are underway inside. For over 2 years now, the village and every single participant have been preparing for the Passion Play. The prayer before the play begins is traditional. Together with the two local priests, the actors, choir and stagehands all ask God to bless the performance. Der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gutes Gelingen, gutes Spiel. Nikodemus, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Frederick Mayet, one of the two actors playing Jesus, rehearses on the large stage. So darf man nicht mehr opfern? Wie kannst du verbieten, was uns der Hohe Rat erlaubt? Mein Haus, spricht der Herr, soll ein Haus des Gebetes genannt werden für alle Völker. At 2 p.m. everything is ready, and almost 5,000 excited people stream into the Passion Play Theatre. That's as many inhabitants as Oberammergau has. Half an hour before the play starts, things get crowded backstage too. After all, around 2,500 citizens of Oberammergau are involved in the play. There are 1,500 adults standing on the stage. The 21 lead roles each have two actors, in case anyone falls ill. The men owe their biblical appearance to the hair and beard regulation. For a whole year before the play, they have to allow their hair and beards to grow. To act in the play, you either have to have been born in the village or have lived in Oberammergau for at least 20 years. The only exceptions to this rule are the youngest. All the children in the village are allowed to take part. 450 were on the Passion Play stage in 2010. There are also 100 orchestral musicians and 110 choristers in the village, a great reservoir of talent. 41 stagehands and 7 lighting engineers ensure that the set changes run smoothly. All come from Oberammergau. This gigantic operation is supervised by director Christian Stückl. Also was dieses Passionsspiel zusammenhält, ist eigentlich, dass es unser größter sozialer Event ist. Also dass so viele unterschiedliche Menschen da auf einmal mit gemeinsam Theater spielen, ein ganzes Jahr miteinander verbringen und die Leute alle irgendwie da über die Bühne zu führen, die zusammenzuführen, das treibt mich dazu, das immer wieder zu machen. Wir fangen jetzt gleich an und Ruhe hinter der Bühne. Alle seien gegrüßt, die mit uns folgen dem Erlöser. Der kam zu heilen, was verwundet, zu retten, was verloren war. Seht, wie er alle Last der Kinder Eva schultert, wie er kämpfend, leidend, sterbend uns weit die Türen auftut, hin zu unserem Vater. The living tableau are an important aspect of the Oberammergau Passion Play. They show scenes from the Old Testament and always refer to the action that is about to happen next. At the very start of the play, the expulsion from paradise can be seen.
directly before Jesus' arrival in Jerusalem. The tableau is a warning that happiness will be only short-lived. There are 13 living tableaux in the play, always accompanied by choir and orchestra. Stefan Hageneier is responsible for the stage design. He also comes from Oberammergau. In over 2 years of work, he has successfully redesigned the stage, the costumes, and of course, the living tableau. Und das ist natürlich für mich als Bühnenbildner eine besonders schöne Herausforderung, weil das eben immer so reingeschnitten ist und wie Gemälde, als reine Bilder da stehen. In this way, the living tableau lends structure to the events on stage and also provide time for contemplation. For the stage crew, the elaborate tableau involve a lot of hard work. Set change times are short and every move has to be just right. In contrast to the vivid colors of the living tableau, Stefan Hageneier's stage set is primarily blue. This blue color directs the viewer's gaze onto the actors and their costumes, and thus onto the play itself. The Passion Play begins with a large crowd scene. Jesus is entering Jerusalem, riding on a donkey. Every child here knows the Heil Dir, the greeting song. It's the Oberammergau hymn. For many, it's their first ever memory of the play, and the symbol of a profound, lifelong connection with the village. Man kriegt es einfach so von der Geburt auf. Mit so irgendwie. Ich sehe das jetzt bei meinen eigenen Kindern, die sind jetzt 13, 7 und 4. Da sehe ich, dass sie einfach Teil der Gemeinschaft werden aufgrund der Passionsspiele und viel mehr Teil der Gemeinschaft werden, wie ich mir das in eigentlichen anderen Ortschaften vorstellen kann. Man kennt sich einfach. Ja, vielleicht vergisst man sogar die Namen auch wieder, aber man sieht sich und ist miteinander vertraut, hat eine gemeinsame Geschichte irgendwie, was einen verbindet. Man trifft sich hier zum Theaterspielen auf der Bühne und es kommen Leute zusammen, die so im normalen Alltagsleben vielleicht nie zusammengefunden hätten. Den 10 Jahren bin ich nicht mehr erinnern. Ja, schauen wir mal. Da bin ich ja vielleicht mit dir im Unrat. Das sind wir beide im Unrat. Und das bleibt dann auch. Also selbst nach der Passion hört man dann nicht auf, sich zu grüßen, sondern man erinnert sich daran zurück und man freut sich, wenn man sich trifft. Und das finde ich das Schöne dran und das Besondere hier. Hauptsache, ich bin dabei. There has been a passion play in Oberammergau for over 375 years now. This living tradition has its roots in a vow made by the people of the village in the year 1633. Oberammergau im Jahr 1633. 15 Jahre vom 30-jährigen Krieg waren rum. Der 30-jährige Krieg war ein wilder Krieg. Am Anfang gab es in Deutschland 17 Millionen, nach dem 30-jährigen Krieg plus mehr 4 Millionen. Und in dieser Situation hat sich Oberammergau einige Zeit lang freigehalten von der Pest. Und wie man schon dachte, wir haben es geschafft, wir kommen raus. Jack, kommt einer und bringt die Pest in den Ort rein, einer von hier. Und plötzlich sterben 50% von den Leuten wie die Fliegen. The people of Oberammergau vowed to perform a passion play every 10 years if God saved them from the plague. Ever since they made that vow, not one person died of the plague in the village again. And Oberammergau has kept that promise to the present day. Kommt! Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Kommt, die ihr geschwächt seid! Von der Last des Unglücks und des Kummers. Ihr sehnt euch nach den Schätzen der Erde, nach Schätzen, die von Motten und Rost zerfressen werden. Wir versuchen da erstmal einen Menschen zu zeigen, also einen jungen Juden, der Ideale hat, Vorstellungen hat, der Überzeugungsarbeit leistet und eigentlich so ein Leitsatz, habe ich das Gefühl, von dem ganzen Passionsspiel, es denkt um. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wenn mir einer meinen Rock vom Leib reißt, dann schenke ich ihm auch noch meinen Mantel. Und wenn dich ein Römer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und mit seinen Ideen versucht er was zu bewegen. Und
Ich glaube, dass er da aber auch, das merkt man, dass er mit diesen ganz einfachen Sätzen, wie wenn er jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, auch die Menschen überfordert. Also und mit diesen einfachen Worten eigentlich die Menschen seit 2000 Jahren überfordert. Liebt eure Feinde! Segnet die, die euch fluchen! Tut wohl denen, die euch hassen! Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und wir fangen nicht nur mit dem Leiden an, sondern wir zeigen eigentlich schon den, der da kommt und der da Anforderungen stellt, der sagt, der nicht seinen Leuten sagt, lebt euren Stiefel so weiter, sondern der sagt, ändert eure Beziehungen untereinander. Und ihn so zu erleben, etwas mehr geerdet, als er früher war, das bringt eine erhöhte Glaubwürdigkeit für ihn. The Jesus in this 41st performance of the play is active and consistent. For over a year, Christian Stückl and Otto Huber have been working in seclusion on the text. And this is the biggest text reform for several decades. Erst einmal machst du ja gar keine Gedanken über die Zuschauer, die dann da herkommen, sondern man ist eigentlich mit sich selbst beschäftigt, mit der Geschichte. Man schaut, dass man den Funken und das Feuer in die Geschichte hineinbringt und hat dann die Hoffnung, dass dann, wenn dann das Publikum kommt, dass dann dieser Funke überspringt und das Publikum irgendwie mitreißt. Schema. The spark really does reach the audience. Christian Stückl and the people of Oberammergau succeed in bringing the gospel to life. The villagers have also made a thorough study of what life was really like in biblical times. Jesus is no fanatical zealot, but a brave young man. In a conflict-ridden world, he takes his convictions seriously and has to suffer greatly for them. Intensive exchanges with Jewish organizations, a trip made by the actors to the Holy Land, and great creative power have all enabled Oberammergau to produce a gripping Gesamtkunstwerk. This is why the Passion Play comes across as so convincing, even when Jesus sings the most important Jewish confession of faith in front of the temple. Also das gibt nämlich genau nur zwei Momente im Spiel, wo es mucksmäuschenstill ist im Zuschauerraum. Das ist nach dem Schma Israel und am Kreuz, wenn man gestorben ist. Also da hört man nichts. Und das finde ich immer irre, da auch zu merken, wie das, was auf der Bühne passiert, auch überspringt aufs Publikum. Ich schätze deinen Rabbi. Es verlangt mich danach, mit ihm zu sprechen. Deshalb und nur zu diesem Zweck suche ich ihn. Ich will ihn suchen wie ein Hirt, der ein Schaf sucht, wenn es sich von der Herde verirrt hat. Judas believes the high priest Caiaphas and betrays Jesus. The living tableau Pesach indicates the coming sacrifice, just before the Last Supper. Jesus and the apostles withdraw to the Mount of Olives for the night. Meanwhile, Judas secretly summons the temple guard. Es ist Zeit. Wir sind nicht mehr weit von Gethsemane. The apostles feel safe, but Jesus is awake. He knows what is about to happen. Ja, Vater, dein Wille geschehe. Jesus is taken captive, and this ends the first part of the Passion Play, a moment of calm in the midst of decision. For over 2 minutes, the choir maintains the tension of this moment. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass man so eine epische Ebene auch in den Spielszenen hat, dass man sozusagen heraustritt aus der Spielszene und eine fast kommentierende Ebene mit reinkriegt. Diese Szenen haben was davon. Meanwhile, it is early evening at Oberammergau. Just after 5 p.m., the audience, deeply moved, streams out of the theater. During the interval,
the theatre becomes almost as silent as it has been during the 9 years between the Passion Plays. But that will soon change. Ich glaube schon, dass das auch ganz wichtig ist im Dorf, dass wir mit eigenen Produktionen in den Jahren dazwischen auch sehr viel machen, dass wir also quasi den Spielernachwuchs ununterbrochen pflegen. Over the past decade, the people of Oberammergau have already opened their theatre between Passion Plays. Great plays have been performed, with large casts. In 2007, for instance, there was Stefan Zweig's biblical drama, Jeremiah. The village will now be celebrating its own regular festival. Es ist also der Wunsch und die Ausrichtung, dass man hier wirklich sowas etabliert wie einen Theatersommer. Und das muss jetzt gar nicht so unbedingt auf religiöse Schauspiele beschränken, aber dass man einfach hier was macht. Just before 8 p.m., the audience members go back inside the theater. The first thing they hear is the sound of the orchestra. Ich glaube, dass sehr viele Besucher überrascht sind, was für einen Stellenwert die Musik innerhalb des Passionsspiels einnimmt. Also rein zeitlich gesehen sind es fast 2 Stunden, die wir singen und spielen innerhalb von diesen 5,5 Stunden Gesamtdauer. Ich glaube, die Leute wissen auch zum Teil gar nicht, wenn sie da reingehen, dass da unten hier ein ganzes Orchester sitzt. The orchestra and choir members are also from the village. All the musicians and singers are amateurs. Despite this, there are never any worries about young talent. Man arbeitet die ganzen Jahre über, weil man ein Ziel hat, diese Passionsspiele und diese Qualität unserer musikalischen Klangkörper ist deswegen so gut, weil wir eben sozusagen immer ständig am Ball bleiben. In the year 2010, the Passion Play lasted into the night for the very first time. Performing after dark has many advantages. The actors can go to work in the morning, the children can go to school, and on stage, the lighting system is far more effective. In the second part of the Passion Play, Jesus suffers a fate similar to that of Job. He is tormented and scorned, but remains steadfast. For the actor playing Jesus, this is quite a challenge. While the priests, Romans and soldiers all have acting parts, Jesus has to endure everything and must not lose his determination. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Ich bin es. Hat Gott geleistet! On stage, things are getting darker all the time. But backstage, the mood is one of happy concentration. The people of Oberammergau really enjoy being together like this. They share the intensity of this play and are jointly responsible for its success. And that forges close bonds. The young people want to stay here. They want to be a part of this tradition. Auf lange Sicht sehe ich meine Zukunft schon hier in dem Dorf. Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ist das, glaube ich, einer der schönsten Orte, wo man aufwachsen kann. Mittlerweile ist es so, durch die Passionszeit und jetzt war ich so lange hier, jetzt könnte ich mir auch wieder vorstellen, hier zu leben. Also ich werde jetzt dann Bürgermeister. Viel Spaß. Seht diesen Mensch! Euer König, ich schenke ihn euch. Nehmt euren König und verschwindet! Weg mit diesem! Immer anders, was los! In the last huge crowd scene, almost all the actors come together one more time.
Over 1,000 people stream onto the stage for the judgment of Pilate. Everyone on stage here, the townspeople, the council of elders, the apostles, the Romans, is deeply involved with the Passion. Some families have performed on this stage for many generations. So, nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. And, because the people of Oberammergau always do new versions of their play, 10 years from now, the Passion Theatre will be full of life yet again. Ich würde gern mein Leben lang irgendwie mitspielen. Ich hoffe schwer, dass der Christian nochmal Spielleiter wird 2020. Und ich hoffe, dass er nochmal irgendwas Neues auf die Beine stellt, dass das frisch bleibt. Und dann wäre ich da gern wieder voll dabei auch. For everyone, the actors, the musicians, the singers, and of course the visitors too, the 2010 Passion Play was an intense and deeply moving experience. Once again, Oberammergau has retold the tale of living, suffering and dying, and of the resurrection of Jesus. Once again, the villagers have all pulled together as a team. Once again, a whole generation of young people from Oberammergau have tasted theatre life and have become part of a tradition. A tradition that is so much alive because it is constantly being reinterpreted.